Hallo und willkommen zurück zu Let's Play One Piece Unlimited World Red. Wir haben jetzt dieses Wort und gehen jetzt endlich durch diese Tür. Das habe ich ja im letzten Part voll den Cliffhanger gemacht. Du hast den Weg geöffnet mit der Gummipirat. Wow, die Mauer ist verschwunden. Okay, jetzt können wir hier weiter. Und ich bin ja immer echt gespannt, was uns hier so erwarten wird. Und ich habe übrigens nochmal bis hierhin spielen müssen, weil ich gestern nichts mehr aufnehmen konnte. Oh, da lebt was. Okay, das war gruselig. Und deswegen, ja, musste ich die wie ausschalten. Und das hat natürlich nicht gespeichert bis hierhin. Also musste ich nochmal von der Therme da aus bis hierhin spielen. Was aber irgendwie sehr gut war, denn so konnte ich nochmal ein bisschen üben. Und ich muss echt feststellen, dass das Spiel sich saugut spielen lässt. Ich weiß nicht, irgendwie macht das echt Spaß. Das ist vom Kampfsystem her super cool. Und ja, das Einzige, was mir wie gesagt fehlt, wäre so eine Art Sprintsystem. Wenn man irgendwie sprinten kann. Oh, jetzt kommt zum ersten Mal so ein richtig fetter Kampf und so. Ganz viel. Ach, yeah, Leuten. Direkt alle kaputt gewäscht. Denn, ich weiß nicht. Ich finde das Spiel irgendwie cool gemacht, dass man so einfach so viele coole Attacken einsetzen kann. Das ist echt geil gemacht. Oh Gott. Und dann noch so coole Szenen da. Mir ist gerade mal aufgefallen, ich könnte meine Attacke da einsetzen. Stimmt. Okay, andere habe ich noch nicht. Shishishi. Und ich habe doch gesagt, ich soll ja bei den Synchron-Dingern halt immer das Ganze laufen lassen. Ach, wir sind jetzt zur anderen Seite gerannt. Sieht man da durch? Ja, man sieht sogar durch. Cool, das ist der Trennweg. Und jetzt sind wir halt auf der Eisseite der Insel, denn Punk Hazard hat ja bekanntlich zwei Seiten. Einmal eine Eisseite und einmal eine Feuerseite, wie in dem Kampf zwischen... Gott, jetzt fallen mir die Namen nicht mehr ein. Akino und... Och, wie heißt der andere nochmal? Der Eistyp da, der Nico Robin am Anfang klauen wollte. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Ich glaube, zumindest hat der Feuertyp irgendwie Akaino oder so heißt. Ich habe ja doch schon wieder vergessen, ist schon so lange her, dass ich One Piece geguckt habe. Ich habe dazu alles durchgeguckt. Aber naja, viele haben auch gesagt, oh, das ist eine Schatztruhe. Dass sie das ziemlich blöd finden, dass... Oh, man kann da hochjumpen, interessant. Dass sie das ziemlich blöd finden, dass... Erstaunliches Kraut, okay. Man die Story hier nicht wirklich angucken kann, wenn man nicht gespoilert werden will, da halt das hier noch alles in Deutschland gar nicht kam. Und dass man halt gespoilert wird. Aber naja, da muss man halt leider mit leben. War das gerade? Oh. Toll. Das war dann der beste Wissenschaftler der Welt. Uh-oh. Ich bin gespannt, wer kommt. Ich habe echt keine Ahnung. Oh Gott. Okay, da wird also ein bisschen anderer Kampf gegen Smiley. Oh Gott, war da nicht noch was? Ach du Scheiße, geh weg. Wieso schön gegen den kämpfen am besten? Ich habe auf jeden Fall schon mal meine Fähigkeit, die ich einsetzen kann. Ich denke, mache ich auch. Treffe ich? Stimmt. Ja, voll in die Fresse. Oh, ausreichend. Ah. Oh, ich habe den geschafft. Okay, er ist schon mal voll aufs Maul geflogen. Jetzt kann ich ihm voll in die Fresse schlagen. Das Gute ist, ich kann die Attacke nochmal einsetzen. Werde ich jetzt auch, glaube ich, direkt machen. Treffe bitte. Ja. Boah, ich ziehe ihm direkt richtig viel Leben ab. Das ist doch schon mal gut. So, Fernangriff funktioniert am besten so. Einmal gedrückt halten. Wenn ich da hin will, dann... Nee, nicht gedrückt halten. Oh Gott. Alter, verliere ich viel Leben. Schnell, heil mich. Ich finde das mit diesem Heilsystem ein bisschen komisch jetzt irgendwie. Ich weiß nicht. Alter, ich werde hier die ganze Zeit... Alter, jetzt ist aber gut. Der hat den schon wieder runtergeschmissen. Nein, gedrückt halten. Oh Gott. Das ist echt schwer, sich dann am Anfang ein bisschen zu merken. Also gedrückt halten von X, dann teleportiere ich mich praktisch dahin. Dann mache ich nämlich Statter. Oh, Gott, jetzt geht er ab. Oh oh. Kann ich ihn trotzdem noch angreifen? Nein, schon wieder getroffen worden. Ist echt schwer am Anfang. Und wenn ich halt X nur kurz drücke, dann matche ich das weit weg an. Mit
Alter, ich brauche schon wieder Heilung. Oh nein. Ist das schlimm, dass der Bonbon gegessen hat? Ich denke schon, ne? Heilt er den? Oh Gott, geht er weg! Geht er weg! Ich bin gestorben! Okay, dann weiß ich, was zu tun, aber ich muss auf jeden Fall das Bonbon zerstören. Aber da sind wir wieder mitten im Kampf. Und diesmal gewinne ich hoffentlich. Aber es ist cool, dass es schwer ist. Das gefällt mir echt total gut. Ich meine, vielleicht ist das jetzt auch noch gar nicht schwer. Ich bin halt einfach nur extrem schlecht. Weil auch der Fall zu sein scheint, dann irgendwie kacke ich hier richtig ab. Wenn die ganzen Viecher da klatschen mich kaputt. Schneller fast. Ah, die sind euch getroffen. Oh nein. Das hat wehgetan. Boah. Wie knapp der mal ausweicht. Das ist richtig krass. Oh nein, schon wieder getroffen worden. Gott, das ist echt schwer. Leider kann ich jetzt meinen Angriff nicht mehr einsetzen. Das ist richtig doof. Kann ich ihn übelst zerprügen. Oh, der wird gar nicht angezogen. Normalerweise macht dieser Angriff, wenn nämlich der Gegner angezogen wird. Zu einem wie so eine Art Enterhaken. Ah, das habe ich ja gar nicht gesehen. Aber leider, der fünf. Ah, wie schnell muss man den da drücken? Richtig krass. Boah. Das ist echt schwer. Bin schon wieder getroffen. Ohne Vorwarnung. Ich sollte dieses Heilen nicht die ganze Zeit benutzen, das ist echt dumm. Weil das wird ja jedes Mal, wenn ich das benutze, ich glaube ein Stück schlechter, ne? Ah, Mist. Ich kann diese kleinen Teile irgendwie nicht anvisieren. Okay, diesmal habe ich geschafft auszuweichen. Aber nochmal. So, jetzt angreifen und dann die super Geheimattacke Special Ultra Matrix. Scheiße, das funktioniert. Ich warte lieber, bis der runtergefallen ist. Alter, ich... Okay, jetzt muss ich aber nochmal heilen. Ich bin übelst geachtet. So, jetzt schnell den angreifen mit der Geheimattacke. In die Fresse. Ich denke, ich hätte das auch von weiter weg machen können, aber... Ah, nein, schon wieder verwandelt. Kommt jetzt der Bonbon? Nee. Alter, man muss da so schnell reagieren. Ihr seht das ja, ne? Das ist richtig krass. Nein, 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 geh weg. Oh Gott, das ist echt schwer und unübersichtlich ein bisschen. Der nervt mit dem Heilen die ganze Zeit. Guckt euch mal an, ich träge diese Teile irgendwie nie. Okay, das ist echt schwer. Das sieht vielleicht ganz so schwer aus, aber das ist wirklich schwer. Oder stelle mich noch super dumm an. Na gut, das ist der erste richtige Bosskampf, würde ich mal behaupten. Ich meine, dieser Drache war jetzt irgendwie kein Boss. Und hier ist jetzt aber auch kein Tutorial mehr, das muss man bedenken. So, jetzt kommt der Bonbon. Ich werde jetzt direkt auf das Bonbon gehen und übelst kaputt kloppen. Denn wenn man das überlebt, hat man ja gesehen, was passiert. Scheiße. Oh Gott, schnell geh kaputt. Ja. Oh Gott, ist kaputt gegangen, Gott sei Dank. Alter. Oh Gott, das ist echt intensiv. Ganzes System hier. Richtig schwer. Ich frage mich gerade, ob das überhaupt wirklich großartig was bringt, wenn ich Slime. Ist eigentlich jetzt Slime? Smile angreife. Weil. Alter, ist okay. Weil das halt eben eigentlich der Gegner ist, ne? Nein! Was war das denn? Gerade habe ich ihn getroffen oder nicht? Weil irgendwie hat sich die Kamera auf einmal getreten, dann habe ich ihn in die falsche Richtung angegriffen. Komm schon, jetzt aber. Machen fertig! Ah, Mist. Ich bin vergiftet, das ist auch gerade nicht schön. Da war ich eh nicht mehr im Weg. Gott, ist der nervig. Na, ich glaube, der bringt nicht wirklich, weil ich den dahin angreife, ne? Ich sollte aber auch einfach mal vielleicht springen und ihm dann in die Fresse klöppeln. Das wäre vielleicht ganz schlau, ne? Ach so. Ne, ernsthaft, hab ich jetzt die ganze Zeit über falsch gemacht. Das wäre super peinlich. Nein, ich habe da ausreichend gedrückt. Alter, jetzt geht er aber ab hier. Schnell. Oh, er hat ihn wieder runtergeworfen. Das ist meine Chance. Ja. Ich habe mich ziemlich dumm angestellt, weil ich erst gegen Ende verstanden habe, dass man einfach springen muss. Das war ein bisschen blöd. Okay. Ist er besiegt? Er weiß es also. Lol, die gammeln einfach rum, oder was? Ja, ja, Ruffy kann nie zuhören. Alter. Überhaupt nicht brutal oder so. Tschüss.
Gott, hat der alles überlebt. Das dürfte wehgetan haben. Okay, da scheinen uns wohl zwei neue Kämpfer anzuschließen. Scheinen sich uns wohl. Ich kann kein Deutsch. Hä? Was guckt ihr denn so? Okay, die wurden wohl wirklich alle betäubt, aber anscheinend getrennt. Hast du Witze? Da muss aber jemand mit Skill gewesen sein. Denn ich gehe einfach mal davon aus, dass man die Strohhut-Crew nicht so einfach entführen kann. Okay, die haben was gegessen. Vielleicht war in dem Essen irgendwas drin. Alle wurden entführt. Hat er doch gerade gesagt. Hä? Die haben gerade dasselbe zweimal gesagt, oder? Achso, nee, das war als Witz gedacht. Upsi, ich bin dumm. Ich wurde doch selber entführt. Ja, ne? Oh, die sind richtig intelligent. Da würde ich mich auch denken. Oh, Episode 1 abgeschlossen. Cool. Oh, ich mag das Spiel. Das macht richtig Spaß. Auch wenn ich scheiße bin, aber das macht richtig Spaß. Dann bekommen wir auch Geld. Dafür kannst du bestimmt coole Sachen kaufen. Ganz viel Zeug eingesammelt. Starke Resistenz rauf 3, Blitzresistenz rauf 5. Ah ja. Klingt nach Party. Erhalten großer Drachenschock. Ist jetzt verfügbar. Für Zorro als Angriff oder wie? Scheint so. Frankie Radical Beam. Ja, okay. Das sind Attacken von dem. Okay. Ganz viel Zeugs bekommen. Interessant. Und dann scheinen wir jetzt mit zwei neuen Charakteren zu spielen können. Oh, und dieser typische To Be Continued Screen. Kennt man ja aus dem Anime. Spiel speichern, ja. Diesmal habe ich auch einiges weniger an Zeit gebraucht, glaube ich, um da nochmal hinzukommen. Ich bin einfach durchgerusht, bin offscreen. Und jetzt können wir weiterspielen. Ich werde übrigens die Folgen immer so um die 20 Minuten lang machen, weil ich habe geschrieben, alle, dass ich die ja um die 20 Minuten lang machen soll. Das wird dann zwar immer ungefähr ein bisschen mehr als 20 Minuten sein. Und ich habe noch ein kleines Problem. Und zwar ist die Qualität von diesem Projekt hier recht hoch, weswegen mein PC das nicht so schnell schafft. Und deswegen kann es sein, dass nicht jeden Tag eine Folge kommt. Also nicht wundern. Weil mein PC ist sehr schlecht und das ist eigentlich schon recht viel Arbeit, so hohe Qualität ja, mit so einem PC zu bieten. Weil ich habe halt einen Krüppel-PC. Und deswegen dauert das Rennen manchmal 10 Stunden. Und da muss ich nachts 800 Jahre wach bleiben. Das ist ein bisschen eklig, aber für euch mache ich das ja gern. Sie scheinen noch nicht hier zu sein. Obwohl, die lesen ja hier vor. Okay. Zünftig. Die hat voll die dünnen Finger. Sieht irgendwie ungesund aus. Ach, wurde das? Die müssen wir erstmal finden. Na, eigentlich nicht, ne? Der hat nur versprochen, dass er dir hilft. Aber naja, wir sind ja nett. Und machen das. Na gut, Frankie hat in so kurzer Zeit die 1000 Sunny gebaut. Dann wird er da doch bestimmt hinkriegen, hier zu helfen. Ich finde ja nicht mehr gerade, dass der so aussieht wie ein Mensch, aber. Oder zumindest wie ein Mann. Der sieht eigentlich aus wie ein Roboter. Oh. Ich finde den Hintergrund übrigens super schön gemacht. Ist alles gezeichnet. Vielleicht sogar von dem
Entwickler von One Piece, von dem, ja, Dings, ja, Manga, Autor, weiß ich nicht. Na, naja, stinkt nicht. Ja, der kann ja überall Schiffe hinbauen. Aber ich weiß, dass zum Beispiel auch dieser kleine Waschbär da, wo ich den Namen vergessen habe, und der rote Graf von dem, ja, Eiichiro Oda, oder wie man ausspricht, entwickelt worden ist, also dem Macher von One Piece. So, jetzt bin ich echt gespannt, ob man halt einfach so die Charaktere zwischendurch wechseln kann gleich. Du kannst im Gasthaus Gegenstände und Geld einsetzen, um die Einrichtungen, nee, doch, Einrichtungen der Stadt zu erweitern. Oh, das finde ich sehr cool. So ein System mag ich super gern. Wähle im Gasthaus erweitern aus, um Sachen wie Fabriken, Restaurants und Tavernen zu bauen. Wird dann die Stadt auch größer? Das wäre ultra cool. Boah, das finde ich richtig episch. Taverne eröffnen. Ah. Und dafür braucht man dann Items und alles. Oh, das finde ich cool. Dort kannst du auch Quests annehmen und mit Freunden spielen. Erweitern. Ja, aber gerne doch. Taverne eröffnet. Gut, dafür hatten wir jetzt sowieso das ganze Geld und Items. Cool. Wir haben es geschafft. Das ist ein neues Ding. Und da kann ich dann Quests annehmen, ne? In der Nacht. Oh, da ist er. Was hat der wohl für eine Teufelsfrucht gegessen? Und vor allem, was hat der da gerade gemacht? Sand? So, Crocodile, bist du das? Autsch, ich habe Sand im Auge. Alles in Ordnung? Obwohl, ich musste den vorlesen. Ich vergesse das die ganze Zeit, sorry. Das habe ich auch gesehen. Okay, der ist partot. Wäre schön, wenn ich mir das noch merken könnte. Der hat hinten am Arsch so ein Ding, das sieht aus wie die Klaue von Mr. Crocodile ein bisschen. Genau. Ruffys Pläne klappen komischerweise irgendwie immer. Okay. Achso, jetzt kann ich wieder vorlesen. Wenn du etwas brauchst, steck es dir in den Beutel, bevor du gehst. Das Schmetterlingsnetz und die Angelrute in die Kiste. Du kannst sie gerne in der Kiste. Ups, du kannst sie gerne benutzen, wann immer du willst. Oh, cool. Käferfangnetze. Einen Käfer haben wir, glaube ich, schon im ersten Part gesehen. Nimm die ein Käferfangnetz auf dein Abenteuer mit. Du kannst in der Stadt und draußen Kreaturen fangen. Wähle dazu in deiner Itempalette das Netz aus, ziele auf etwas und drücke A. Verstärke dein Netz in der Fabrik. Dann wird es dir leichter fallen, mehr zu fangen. Okay, das ist wie bei Unlimited Cruise 1 und 2. Angeln. Okay, man kann auch random so angeln. Ich weiß, dass man mit dem alten Spiel auf dem Schiff angeln konnte und auch an manchen Stellen. Lege eine Angelrute in deine Tasche, um an bestimmten Punkten in der Stadt oder draußen angeln zu können. Okay, ist ja eigentlich dasselbe. Kannst mit gefangenen Fischen in der Stadt die Stadt erweitern und Essen kochen. Probier es mal. Verstärke deine Angelrute in der Fabrik, damit das Angeln leichter wird. Okay, ist alles dasselbe. Du kannst die Gegenstände, die du während des Abenteuers erhältst, aus dem Lager im Gasthaus nehmen. Okay. Tasche organisieren und Lager. Verwende deine Itempalette wähle im Pausenmenü Items aus, um Gegenstände einzusetzen. Wähle Gegenstände in der Itempalette mit dem Steuerkreuz aus und drücke hoch oder runter, um sie zu verwenden. Setze deine Gegenstände weise ein. Okay, da würde ich sagen, holen wir direkt mal was mit, ne? Aber müssen wir auch sogar Tasche organisieren. Das ist gut, dass man das ja beigebracht bekommt. Gut, ich würde sagen, auf jeden Fall schon mal. Ich hole einfach alles mit, oder? Ich meine, guck dich mal an, wie viel wir mitholen können. So, und das auch noch. Heilkapsel. Ich hätte vielleicht die Heilkapsel vorne hinlegen sollen, aber okay. Komm, wir holen mal eine mit, nur zum Testen. Okay, das ist dann. Ah, steht da dabei? Nee, ne? Welcher Knopf das ist? Das hat am Anfang dabei gestanden. Ah, ich sehe das ja eh gleich. Okay, Lager anzeigen. Ah, hier ist dann alles gelagert. Brauche ich aber vermutlich alles noch nicht. Kann man bestimmt richtig viel mitmachen. Ja,
Werkzeug, Material, sogar noch in verschiedenen Kategorien. Das ist praktisch. Das scheint ein echt cooles Spiel zu werden, wo man auch viel Spaß mit haben kann. Okay, dann speichere ich jetzt aber erstmal. Und würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part. Kann sein, dass der Part jetzt ein bisschen kürzer ist, weil ich eben was cutten musste, aber ich denke dir, dass das großartig was ausmacht. Und im nächsten Part sehen wir dann mit der Story weiter und probieren hoffentlich mal Frankie oder Zorro aus. Und ich würde mich freuen, wenn ihr bewerten würdet. Bis dann, tschüss!